Obwohl das Thema nicht auf der Tagesordnung stand, sorgte es mit für den größten Diskussionsbedarf: die fehlerhafte Rücklagenübersicht aus dem Jahr 2010, die Ende 2012 aufgedeckt wurde. 1,9 Millionen Euro zu viel, obwohl sie vom damaligen Kämmerer schon anderweitig abgerechnet worden waren. Der Nachfolger hat es gab da ein Kommunikationsproblem, irgendwo nicht aufgenommen und nicht realisiert und ging dann von einer zu hohen Rücklage aus. Damit ist kein finanzieller Schaden entstanden, und zwar überhaupt kein finanzieller Schaden entstanden, aber es ist eine Fehlinterpretation entstanden, natürlich für die nachfolgenden Haushalte, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir reicher waren, als wir tatsächlich waren. Diese Woche findet daher eine überörtliche Rechnungsprüfung statt. So ein Fehler soll sich nicht wiederholen. Tatsächlich auf der Tagesordnung stand der Haushaltsplan 2013. 9 Kreisräte stimmten dagegen. Die Mehrheit im Kreistag hat den Haushalt abgesegnet. Er sieht zahlreiche Investitionen vor. Generalsanierungen an allen unseren Verbandsschulen. Und zum anderen ist dieser Haushalt auch so gestrickt, dass wir schon erkennen, wer so viel investiert, der kann es vielleicht nicht gleichzeitig auch noch darstellen, Schulden in signifikanter Weise abzubauen. Also gehen wir jetzt mal mit diesem Haushaltsplan und mit diesem beschlossenen Haushalt von einer Netto-Neuverschuldung null aus. Das heißt, die Verbindlichkeiten des Landkreises bleiben mit etwas über 17 Millionen Euro konstant und gleich. Dadurch könne der Landkreis die Kreisumlage um 0,2 Prozentpunkte senken auf 47,5%. Ein Teil der Investitionen fließt als Zuschuss auch in die Klinik Otto Beuren. Dort muss der Brandschutz nachgebessert werden. In dem Moment, wo wir es erkannt haben, dass es diesen Nachholbedarf gibt, war für uns auch klar, dass wir hier sofort reagieren, weil wir wollen unsere Patienten ja jederzeit bestmöglich, in jeglicher Hinsicht bestmöglich versorgen, medizinisch. Und wir wollen sie einfach auch in einer Sicherheit wiegen, so wie man sich das als Patient vorstellt. So gar nicht nach den Vorstellungen des Kreistags kommt das Thema schnelle Bahnverbindung voran. Mit der Einführung der Neigetechnik 2011 hatte sich der Zugfahrplan im Unterallgäu verschlechtert. Die Aussage der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ist, dass wir uns im Unterallgäu auf signifikante Verbesserungen im Fahrplan erst dann freuen können, wenn die Elektrifizierung Wirklichkeit ist. Also daran kann man schon erkennen, dass unser Interesse ein absolut massives und prioritäres ist. Und es ist vielleicht noch größer wie das Interesse der ein oder anderen Nachbarschaftsgebietskörperschaft. Aus diesem Grund hat der Unterallgäuer Kreistag einstimmig eine Resolution verabschiedet, die bei den Verantwortlichen Druck machen soll, damit ab 2020 Dieselloks nicht nur im Unterallgäu der Vergangenheit angehören.